Olaf Scholz lässt die Bombe platzen. Fühlen Sie sich momentan sicher genug, um die Vertrauensfrage stellen zu können? Nach den jüngsten Informationen, dass die Ukraine am Anschlag auf Nord Stream beteiligt war, vertrauen Sie Volodymyr Zelensky? Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das heißt, es gibt Friedensgespräche? Es ist wichtig. Nochmal eine Friedenskonferenz? Wow, habt ihr gesehen? Olaf Scholz hat sprichwörtlich seine Atombombe platzen lassen, wie er wieder ins Kanzleramt einziehen will. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und ja, die Kaffeemaschine ist aus dem Streik zurückgekehrt nach dem Sommerinterview gestern auf dem ZDF. Brauchte die Kaffeemaschine selbst erstmal einen Espresso. Olaf Scholz hat uns nämlich verraten, wie sein Ticket ins Kanzleramt wieder gelöst werden soll. Es wird hier vieles behandelt und wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Hauptknackpunkt war die Aussage am Anfang, dass man jetzt mit Russland verhandeln soll, auch mit Putin. Da ist sich Scholz und Zelensky einig. Da muss man sagen, das waren die letzten 3 Jahre russische Kreml-Narrative. Dafür ist die AfD sogar im Verfassungsschutzbericht erwähnt worden. Es ist völliger Wahnsinn, wie Olaf Scholz jetzt hier auf einmal auf dem Absatz rumdreht und anscheinend hat Washington das Drehbuch einfach umgeschrieben. Vermutlich, damit man jetzt, bevor Donald Trump President elected ist, das Ganze beenden will. Ob Putin damit sich mitmachen, mitspielen lässt, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Aber wir gehen das Sommerinterview von gestern einfach mal der Reihe nach durch. Das Sommerinterview am 8. September ist eigentlich schon fast ein Herbstinterview, aber ZDF eben. Schauen wir mal das ganze Interview in kleinen Stücken. Es ist nicht so viel, wie ihr denkt, uns an. Und achtet mal darauf, wie arrogant er ist, wie oft er ihr ins Wort fällt und wie er immer alles besser weiß. Los geht's. Nun wissen, dass es jetzt in diesem Jahr darauf ankommt und im nächsten Jahr alles dafür zu tun, dass wir ein neues starkes Mandat bei der Bundestagswahl kriegen und dass ich erneut die nächste Regierung führen kann. Jetzt kommt's drauf an und nächstes Jahr. Völliger Wahnsinn, muss man sagen. Da finden Sie auf einmal Ihre Wähler wieder, wenn man sie braucht, das Stimmvieh, um sie an die Urne zu treiben. Leute, eine Verhöhnung von uns Wählern, muss man sagen. Nach den jüngsten Informationen, dass die Ukraine am Anschlag auf Nord Stream beteiligt war, vertrauen Sie Volodymyr Zelensky? Ich habe ein gutes Verhältnis zu Volodymyr Zelensky und gleichzeitig ist für mich völlig klar, dass diese Sachen aufgeklärt werden müssen. Ich bin froh, dass der Generalbundesanwalt und unsere Sicherheitsbehörden so weit gekommen sind, wie überall berichtet wird. Wir stehen dafür ein, dass nichts vertuscht und alles getan wird, um diejenigen, die das gemacht haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn Olaf Scholz davon spricht, dass man nichts vertuschen will. Ja, man möchte nichts vertuschen, man möchte sich dann einfach nicht mehr daran erinnern, an irgendwelche Termine in einer Hamburger Bank. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber vertrauen Sie ihm? Ich habe ein sehr vertrauliches Gespräch gerade mit ihm geführt, ein vertrauenswürdiges. Wir haben über Dinge geredet, übrigens auch, wie wir jetzt in dieser Situation die Lage einschätzen. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das heißt, es gibt Friedensgespräche? Es ist wichtig. Nochmal eine Friedenskonferenz? Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Oh, Leute! Die ganze Hypothese gegen die AfD, sie fällt jetzt in sich zusammen. Es ist das komplette rechtsextremistische Narrativ. Es ist völlig ad absurdum geführt. Olaf Scholz sagt jetzt hier selbst, wir müssen verhandeln mit Russland für Frieden in der Ukraine. Eine pro-russische AfD, kremlnahe Position, wie sie immer behauptet haben. Völliger Wahnsinn, muss man sagen. Ich bin gespannt, wann die große Kritik öffentlich über ihn hereinbricht dafür, beziehungsweise wann Washington ihm denn beistehen möchte, wenn das jetzt das neue Playbook für die Ukraine sein soll. Wir wissen nicht, was sie hinter den verschlossenen Türen alles so besprochen haben, aber Olaf Scholz vertraut Zelensky nicht. Es ist nur ein vertrauenswürdiges Gespräch, kein Vertrauensverhältnis. Ja, Zelensky würde ich auch nicht vertrauen, aber Olaf Scholz würde ich noch weniger vertrauen. Der Mann, der sich nicht mehr an seine Termine erinnern kann. Nein, nein, lass mal lieber sein. Und
Damit versucht er jetzt hier AfD-Positionen zu kapern und zu dem ganzen Thema mit Zurückweisung an der Grenze kommen wir später. Sie wollen jetzt hier quasi die großen Themen der AfD abräumen, in der Hoffnung, die Wähler kaufen es ihnen ab. Es muss erst mal passieren, dass sie das, was sie uns verkaufen wollen, auch in Realpolitik umgesetzt wird. Und dann stellt sich erst die Frage, ob man es ihnen glauben kann. Wir machen aber einfach weiter. Fühlen Sie sich momentan sicher genug, um die Vertrauensfrage stellen zu können? Das ist doch ein kleines Oppositionsideechen, dass man mal immer so alle 3 Wochen dieses Wort sagt, die Regierung hat eine Mehrheit. Ein Oppositionsideechen? Oh, 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 lieber Olaf Scholz, unser Grundgesetz in Artikel 68 nennst du ein Oppositionsideechen? Es ist völliger Wahnsinn, muss man da sagen. Immer dran denken, Olaf Scholz ist Jurist, ja. In Artikel 68 heißt es nämlich, findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit, der Mitglieder und so weiter. Kann man den Bundestag auflösen, aber da steht ganz klar, ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen. Nur Olaf Scholz kann selbst die Vertrauensfrage stellen. Wie man ihn sonst loswerden kann, kann ich euch auch erzählen. Dann gehen wir einfach einen Artikel zurück. Artikel 68 im Grundgesetz. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und dann der Bundespräsident den Nachfolger ernennt und damit den vorherigen Kanzler entlässt. Es ist also überhaupt kein Oppositionsideechen, was er da sagt. Es ist vielleicht eine Oppositionsforderung, das Grundgesetz einfach mal anzuwenden. Aber Cojones haben sie schon lange nicht. Und viel spannender ist doch jetzt, wie das ZDF hier in 60 Sekunden einmal die Kritik an Olaf zusammenschneidet. Als Olaf Scholz in dieser Woche gefragt wird, ob sich seine Ampelkoalition nicht eher wie ein Haufen Kinder verhält, lautet die Antwort: Die Wahrheit ist, Sie haben recht. Im Jahr 3 seiner Kanzlerschaft findet nicht mal der Kanzler das Bild seiner Regierung noch gut. Das Ansehen von Mannschaft und Mann auf einem Tiefpunkt. Bundeskanzler Scholz macht seine Sache eher gut, sagen nur noch 32%. 65% sagen schlecht. Eine so große Unzufriedenheit will das Politbarometer noch nicht gemessen haben. Dennoch reagiert die Regierung und der Kanzler darauf nicht spürbar. Die Folge ist ein immer radikaleres Wahlverhalten. Bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen hat die SPD ihre bisher schlechtesten Ergebnisse erzielt und die AfD ihre bisher besten. Partei und Person haben das Vertrauen der Mehrheit verloren. Herr Bundeskanzler, nicht mal ein Drittel, wir haben es gerade gesehen, der Bürger findet, dass Sie gut regieren, nachdem Sie Ihnen jetzt 3 Jahre dabei zugesehen haben. Was sagt Ihnen das? Das sagt mir sehr viel. Erstens, wir haben mit einem Ergebnis Mitte 20% es geschafft, die Regierung zu bilden und zu führen. Haben wir viel geleistet. Habt ihr sein schelmisches Grinsen dabei noch gesehen? Es ist ihm völlig egal, wie unbeliebt er ist. Er will hier einfach weitermachen. Und es ist völliger Wahnsinn, Leute. Der ist total kritikresistent, aber jetzt kapert er die anderen Themen und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Das tun müssen, was für unser Land notwendig ist. Und da sind viele Dinge geschehen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Tempo zu machen. Dass jetzt vieles aufgearbeitet wird, was jahrzehntelang liegen geblieben ist, ist ja auch etwas, was dafür sorgen kann, dass wir diese Zukunft auch erreichen, die wir brauchen mit guten Arbeitsplätzen in 10, 20 und 30 Jahren. Und mein Wunsch ist natürlich, dass wenn die von mir geführte Regierung so viele Entscheidungen getroffen hat für einfache Genehmigungen bei Bahnstrecken, bei Autobahnen, bei Windkraftanlagen, bei Mobilfunktürmen und so weiter und so fort, dass sie dann auch die Früchte des eigenen Handelns selber bei sich verordnen darf. Er lebt in einer völligen Scheinwelt, ihr habt es gesehen, die Früchte der Arbeit und er redet von ein paar Verfahrensbeschleunigungen beim Infrastrukturausbau. Das ist alles, was Sie sich auf die Fahne schreiben können. Die Industrieproduktion, sie sinkt da nieder, die Industrie wandert ab, die gut bezahlten Arbeitsplätze, die werden weniger, der Niedriglohnsektor, der weitet sich aus, die Zahl der Bürgergeldempfänger weit über 5 Millionen, davon 4 Millionen arbeitsfähig. Ja genau, das sind die Erfolge, was 10, 20 Jahre liegen geblieben ist, das hat die SPD jetzt aufgeholt. Leute,
Es ist einfach nur noch grotesk und absurd. Das Schlimme ist ja, es kostet uns eine ganze Stange Geld und wir sind am Ende nicht mal sicher dabei. Wenn sie uns das ganze Geld abnehmen und wir könnten wenigstens abends mit offener Haustür schlafen, okay, würden viele sie sagen, okay, dann muss man das eine gegen das andere abwägen, aber sie sind hier fernab jeder Realität. Aber jetzt geht es um den Hauptknackpunkt, ob es Zurückweisungen mit Olaf Scholz geben wird, wie es die CDU fordert, und er muss jetzt fast 3,5 Minuten herumfabulieren, bis er mal zum Punkt kommt. In diesem Fall würde ich gerne die Frage stellen, nach der Verunsicherung durch die Migrationsbewegungen. Man hat momentan den Eindruck, dass Sie doch von den Ereignissen und der Union sehr getrieben sind. Haben Sie das Thema unterschätzt? Nein. Und ich will das durchaus auch mit einem Vorhalt verbinden. Ich habe die größte Wende im Umgang mit Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Wir haben einerseits dafür gesorgt, dass wir eine offene Gesellschaft sind, weil wir Frauen und Männer brauchen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, aber und haben das möglich gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass jahrzehntelang nicht durchsetzbare Entscheidungen durchgesetzt worden sind, was die Frage betrifft des Managements der irregulären Migration. Sie haben aber erst am 29.08. ein Sicherheitspaket erlassen. Nein. Und die Frage ist jetzt, meine Frage, darf ich dazwischen das Sicherheitspaket reden? Ist am 29.08. rausgekommen. Aber ich würde ganz kurz die Frage, weil sonst haben wir keine Zeit mehr. Ich wüsste gerne von Ihnen, wird es Zurückweisungen geben mit Ihnen, wie die Union sie fordert? Ich will Ihnen die Frage beantworten, aber sagen, warum Ihre Frage einen falschen Eindruck erweckt. Und da, dass ich das jetzt schon öfter erlebt habe, fängt es an, mich zu empören. Nicht Ihnen gegenüber, sondern generell. Wir haben das größte Paket zum Management der irregulären Migration durchgesetzt im Jahre 23 und 24. Wir haben dafür gesorgt, dass die Leistung des Asylbewerberleistungsgesetzes länger gelten, also weniger Geld gezahlt wird. Wir haben Grenzkontrollen eingeführt, was vorher nicht der Fall war. Wir haben mehr sichere Herkunftsländer geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass in Unterkünften man sich umgucken kann. Wir haben den Gewahrsam ausgeweitet. Das alles ist bereits Gesetz. Und es ist also falsch, den Eindruck zu erwecken, als ob wir jetzt erst handeln. Alles das hat 10, 20 Jahre vorher gar nicht stattgefunden und ist ein großer, großer Fortschritt, da waren für den diese Regierung Verantwortung an der hat. Regierung beteiligt in den letzten 10 und Jahren. Deshalb haben aber wir jetzt nochmal die Frage, wird es Zurückweisungen geben an der Grenze, wie die Union sie fordert? Und jetzt haben wir ein Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, das in den Bundestagsfraktionen bereits zur Verfügung gestellt ist, wie angekündigt, dass die Regierung erarbeitet hat, mit mehr Möglichkeiten beim Waffenrecht, mit besseren Möglichkeiten, den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass wir es hinbekommen, dass wir auch nochmal weitere Handlungsmöglichkeiten haben für unsere Behörden beim Umgang mit irregulärer Migration. Und wir werden das gemeinsame europäische Asylsystem durchsetzen. Eine riesige Reform, die auch in Deutschland stattfindet. Aber die erst in 2 Jahren greift. Die Bevölkerung ist sehr verunsichert. Das Gesetz wird dieses Jahr auf den Weg in Deutschland gebracht. Ja, und die Regelungen werden dann auch schon gelten. Und dann will ich Ihnen Ihre Frage noch beantworten. Aber ein Teil des Problems unserer öffentlichen Diskussion ist, dass ich einen so langen Satz sagen muss, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, als ob jetzt nicht sehr viel getan worden wäre, und zwar viel mehr als früher. Und darum ist die Antwort auf Ihre Frage, wir haben schon Zurückweisung an der Grenze, wir haben schon Grenzkontrollen und ein effektives Grenzmanagement ist etwas, das wir gerne weiter und auch mit Unterstützung der Opposition ausbauen wollen. Das heißt, wenn Herr Merz fordert, nur mit Zurückweisung an der Grenze wird gemeinsam mit der Union diese Migrationspolitik weiter betrieben, dann steht dem nichts mehr im Wege. Wir haben ganz klare Dinge auf den Weg gebracht und wir diskutieren gerne auch mit der Opposition. Ich glaube, dass niemand Ultimaten stellt und es sich höchstens so anhört. Oh mein Gott, das war jetzt aber anstrengend. Olaf, ich breche das jetzt mal runter in einfache Sprache. Ja? Ihr habt 100 Euro Schulden. Jedes Jahr bezahlt ihr 1 Euro eurer Schulden ab. Dann kam irgendwann Olaf Scholz. Ihr habt schon 10 Jahre jedes Jahr 1 Euro abgezahlt, habt aber immer noch 90 Euro von 100 Euro Schulden. Dann kam Olaf Scholz und fing an, wir bezahlen 1,50 Euro. Das hat er gemacht, 2 Jahre lang. Und jetzt bezahlt er 3 Euro.
um sich dann hinzustellen und zu sagen, er hat in Summe dann schon 6 Euro bezahlt. Das ist ja in 3 Jahren schon 60% von dem, was man sonst in 10 Jahren geleistet hat. Dass immer noch 84% der Schuld offen ist, das will er nicht hören, das will er unter den Teppich kehren. Und genau das ist es hier in der Migrationsfrage. Ihre Kosmetik, ja, Ihre Änderungen, wir schieben statt 12.000 Leute im Jahr jetzt vielleicht 18.000 ab. Dabei haben wir über 250.000 Leute, die hier geduldet sind, die per Verwaltungsakt, zack, einfach ausreisepflichtig erklärt werden können. Er sagt hier, er hat die großen Änderungen in der Migration herbeigeführt, die in den letzten 10, 20 Jahren gar nicht stattgefunden haben. Lieber Olaf, seit 2015 haben wir erst die Probleme, das heißt, erst seit 9 Jahren müsste man aktiv was dagegen tun. Dass es vor 10 Jahren keiner gemacht hat, ist ganz logisch. Wir hatten eine andere Problemstellung in diesem Land. Aber das ist der Realitätsverlust von Olaf und er meint, wenn er solche Schachtelsätze baut, dass ihn die Leute dadurch ernst nehmen. Ernst nehmen geht nur, indem man rigoros vorgeht und nicht nur Kosmetik irgendwelche Gesetze ändert, sondern dann auch die Gesetze vollzieht. Immer noch ist Dublin III geltende Rechtsordnung in der ganzen Europäischen Union. Jeder, der was anderes fabuliert, möchte sich gerne an den Bahnhof stellen und klatschen. Welcome! Da seid ihr gut aufgehoben und dann bitte mit zu euch nach Hause nehmen. Dieses Land ist am Ende seiner Fähigkeiten, seiner Kapazitäten, seiner finanziellen Tragkraft, das schon länger, und auch an seinem Willen. Die Leute haben die Schnauze voll, es steht ihnen hier oben Ende Gelände sozusagen. Es muss jetzt endlich mal ein Politikwechsel stattfinden und sie versuchen jetzt hier den deutschen Michel wieder hinter die Fichte zu führen, um sich ein paar Stimmen abzugraben für die nächste Bundestagswahl. Wie er sagte, in diesem und im nächsten Jahr kommt es drauf an. Also beenden wir nach Hunderttausenden von Toten in der Ukraine mal diesen Krieg. Ob Putin da jetzt mitspielt nach dem Zeitplan von Olaf, niemand weiß es, aber Washington hat das Drehbuch geschrieben. Und dann machen wir jetzt einen auf Migrationsabschiebekanzler und schauen mal, was dann am Ende der Wähler wieder für Vertrauen steckt in diese Parteien. Leute, es ist so ein völliger Wahnsinn, so ein Schwachsinn, so eine Gülle am Montagmorgen. Aber die Kaffeemaschine ist freiwillig aus dem Streik zurückgekehrt, wie sie dieses Interview sich hat anhören müssen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ihr habt bestimmt schon viel zu früh abgeschaltet und habt die guten Stellen von Olaf verpasst. Oder ihr habt doch bis zum Ende geschaut. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommentiere sie unbedingt unter dieses Video. Und sag mir auch, ob ich übertrieben habe mit der Atombombe, die Olaf Scholz hier gezündet hat. Damit bleibt mir nur zu sagen, schau auch mal auf Auswandern mit Kopf vorbei, für jung oder alt, für arm oder reich. Mein nächstes Land, was ich vorstellen möchte, ist Ungarn, weil so viele danach gefragt haben. Deswegen abonnieren, dranbleiben, es ist spannend. Damit ciao, bis bald.